Kann er nicht immer halt auf Anhieb klappen. Nee, nee, nee. Da muss er erstmal Gut, und reinfuchsen dann. in dieses Ding da. Ah ja, Stück für Stück sind wir ein bisschen immer dahinter gekommen. Ja. Ach so, ich wollte ja mal diese Kupfer. Nee, was war das? Kupfer oder Bronze? Kupfer, glaube ich. Diese Wrench machen. Bronze. Bronze? Bronze. Dürfte die von der Industrial Craft sein. Schon wieder er hier. Gemeint ist ja So. Bronze. Oh, ich habe das mit der blöden R-Taste. Ja, sortierst du wieder Sachen, ja? Naja, willst du gar nicht sortieren, sortiert man aber. Also diese aus, genau, Industrial Craft 2. Ach so, okay. Damit kann ich dann nämlich gleich mal den Dings da drehen, den Farmer. Ja, klar, ich muss. Damit ich ihn auch nutzen kann. Ja, klar. Na gut, aber für den Farmer musst du ja nichts anderes momentan machen. Was denn jetzt? Ein leerer Steckplatz. Schaffe mehr Rohstoffe heran. Ja, das ist klar zu viel. Ja, das wird auch noch lustig mit Forestry. Ja, bestimmt. Mit Mühe und Not haben wir es ja bis jetzt geschafft, oder? Besser gesagt, mit vielen nervenaufreibenden Versuchen halt gerade mit Mühe und Not rausgekriegt, wie die Schreinerei funktioniert. Ja, alles eingetestet hier. Ja, aber wenn es läuft, ist das natürlich der Hammer. So, weil ich brauche nämlich jetzt noch für die Abfüller, brauche ich auch noch irgendwelche Steckplätze, genau wie für die Zentrifuge und für die Presse. Da ist Strom, das ist schön. Perfekt. Haben wir noch Stone? Normalen Stein? Ich gucke gerade hier, also gebrannten Stein schon. Ja, Bruchsteinhof und 2x2, genau. Stone, da haben wir ihn. 1, 2. Damit ich meinen Boden wieder schön machen kann. War gerade aufgerissen. Nein. Shit. Ich weiß nicht. Ja. Krass. Neben das Bett gelaufen. Wollte dann neben den Stein ansetzen. Und dann ist er aufs Bett gestiegen. War Stein zu weit oben. Okay, gute Nachricht. Die Zentrifuge funktioniert schon mal. Wir haben jetzt drei Honigtropfen und drei Bienenwachs. Ui, können wir bald eine Honigparty machen. So, Strom hat er. Was passiert, wenn man Kartoffeln in eine Presse packt? Ich versuch's. Kartoffelpüree? Stampfkartoffeln? Na, oder wie früher bei der anderen Mod, dass du dann in dem Moment hier künstliche Stärke, durch die Stärke Oder Stärke, genau. Bioplastik, ne? Kartoffelstärke. Okay, er presst auf jeden Fall schon mal was. Oh, macht Fruchtsaft. Aus Kartoffeln? Möchte ich Ja. nicht trinken, aber meiner macht Fruchtsaft. Ist eine Möglichkeit, aber na gut, okay. Na gut, ich habe so viele Stacks Kartoffeln hier rumzulegen, ich weiß gar nicht, ob ich damit machen soll. Oh, Fruchtsaft.
Dann presst mal schön. Warte mal, ich hätte ja noch ein paar andere Sachen. Wir können ja noch ein bisschen Sellerie hier reinschmeißen, ein bisschen Blumenkohl. Ein paar Erbsen. Ja, alles, was du findest. Mal gucken, ob das Altfruchtsaft wird. Holz war hier drin, genau. Okay, wir können so ziemlich alles zum Fruchtsaft pressen. Was wir hier so finden. Mit den Abfüller können wir es dann vermutlich wieder in die Dosen füllen. Ja. Da muss ich es aber erstmal wieder irgendwie rauskriegen hier. Nutze Pipetten. Sollte Flüssigkeit am Tank verbleiben, die zu gering ist, um sie mit einem Container zu entfernen, klicke auf ihn mit einer Pipette. Okay, ein Container. Container war das Schlagwort, würde ich mal sagen. Einen Container. Kein Container. Das Schöne ist, manchmal geben sich Sachen ja von alleine, aber ja. Nicht in jedem Fall. Ja, nicht immer. So, gucken wir mal, ob ein Eimer für Fruchtsaft sich ausholen lässt. Muss dich ja bei deinen anstrengenden Taten unterstützen, damit du nicht verhungerst und verdurstest. Okay, einfach mal mit dem Eimer abgeschöpft den Spaß. Ja. Und geht. Ja. Den haben wir schon mal gedreht. Dann werde ich doch da jetzt mal irgendwas reinpflanzen. Was haben wir denn hier? Reis? Nein. Was ist das? Canola, Flachs. Wofür war ein Flachs? Flachs war das nicht für Biodiesel oder so? Kann sein, ja. Glaube ja. Okay, geil. Das kann man einfach abschöpfen und kann man dann in den Abfüller packen. Jetzt muss ich nur für den Abfüller dann. Na toll, ich schwimme gerade in Saft. Im eigenen? Und nee, war tatsächlich jetzt in dem Bruchsaft. Ja, schon wieder. Ah, muss sie noch treffen. Okay, und was lernen wir daraus? Nicht mit einem vollen Eimer Fruchtsaft aufs Maschinchen klicken. Sonst gibt es wieder davor.
Also ein Schütt-Test, du kriegst wahnsinnig viel Fruchtsaft aus dem Zeugs. Ja, glaube ich. Frage ist wieder, was macht man damit? Fruchtsaft. Kann ich ein paar Die Büchsen hier drauf Axt machen? ist ja witzig. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst mit dieser Axt. Inwiefern kaputt? Nee, einmal irgendwo gegenhauen gegen Holz und der haut dir automatisch alles ab. Mit dieser, Meine, die Steinaxt oder was? ja. Ja. Huch. Hier guckt gerade ein Creeper ins Haus rein. Vorsicht mit dem Ding. Und ich habe Tür auf. Oh, das sieht ja ein Gesicht hier wie 7 Tage Regenwetter. Aha, Universal Fluidzell mit Fruchtsaft, 1000 MB. Eine Glasscheibe und ein dünner Item Casing. Sinn Item Casing. Macht eine Fluidzell. Wartest du nicht für irgendwas eine Fluidzell eben? Ne. Vorher mal irgendwas bei dir lesen zu haben. Das war bei diesem Rezept dabei, bei diesem. Nicht Harvester, sondern das andere Ding da, dieses Flüssigkeitsdings da. Stimmt, hier noch nicht richtig. Was ich richtig geil finde, das war wirklich unsere Werkstoffe, mit denen wir bis jetzt nicht wussten, was wir damit machen sollen. Mal richtig einsetzen können, in dem Fall hier den Zinn. Denn hier los? So viel Creeper gerade in der Ecke hier. Eins, zwei. Oh, der ist baden gegangen. Okay, ist lustig. Der Abfüller füllt tatsächlich meine Büchsen einfach automatisch ab. Okay. Ich habe jetzt 9 Büchsen Fruchtsaft. Was man damit macht, keine Ahnung. Vielleicht ist das auch so kraftvolles Getränk. Wäre Eventuell. ja nicht schlecht, aber dann sollte das Ding auch etwas anzeigen, wenn ich mit dem Mauszeiger drüber gehe. Genau das tut er aber nicht. Und weißt du, immer wenn du etwas essen tust oder etwas trinken tust, kriegst du immer die Anzeige dafür, wie viel Energie dir das bringt. Ich vermute, das brauchst du für irgendwelche weitergehenden Sachen später dann. Könnte sein, ja. Gut, wir haben schon mal für später andere Sachen da. So, und Honigtropfen und etwas Wachs haben wir auch schon. Für die Hummer mal brauchen werden. So, das heißt also, das Rätsel mit deinem. Sind wir ja dann letzten Endes ja dann mit Hilfe des Internets doch gekommen, ne? Ja, gut, wenn man weiß, wie es Na, funktioniert. wenigstens zum Teil, wenigstens zum Ja. Teil. Weil man das hier eventuell mal sinnvoll einsetzen kann, das steht noch auf meinem Blatt. Da ist der Creeper. Ach, da ist der Creeper abhängen. Versteckt sich hinter einem Baum. Bing, getroffen. Womit? Pfeil und Bogen. Okay. Weil ich habe ja noch nicht so ein Schwert gebastelt, wie ich es habe, deswegen. Hattest du bis jetzt auch noch kein Interesse dran angemeldet?
So, jetzt muss ich bei Gelegenheit noch rausbekommen, ob man den Abfüller direkt neben die Presse packt und dann anschließend die Sachen, die die Presse in Fruchtsaft produziert hat, quasi per Leitung zum Abfüller zu bringen, damit er sie dann gleich in die Hosen abfüllt. Ich habe keine Ahnung, ob das Ding jetzt kann. Ich auch nicht. Und der muss von dahin. Gut. Hier mal einmalweise den Spaß hier abfüllen, ist ja doof. Ja, gibt es auch eine Möglichkeit zum Automatisieren. Meine, gut, es geht ratzfatz schnell. Also, mal eben hier fünfmal den Eimer angeklickt und dann war es das schon. Zurück in die Kiste. Weil theoretisch kann ich auf diese Art ja jetzt jede Flüssigkeit in Büchsen mitnehmen, wenn ich zum Beispiel auch Milch brauche oder so. Stimmt. Was natürlich schon nicht schlecht ist. Also ist eine Idee, die mir durchaus gefallen mag, denn ich habe ja immer das Problem bei der Milchschöpferei, dass ich für unser nächstes Eis ja dann immer dann für unsere nächste Eisrinde dementsprechend viele Schritte mal machen muss. Das würde ich vielleicht damit vereinfachen können. Ja. Das heißt, ich muss eine Kuh in die Maschine bauen. Make mal. Damit du die Kuh melken kannst. Ja, siehst du, komm gerade runter und die Kuh sagt, mö. So, okay. Ich nehme mal unser Blut und teste mal, was passiert, wenn ich das Blut in die Zentrifuge schmeiße. Zweifelsfall macht er nichts. Ne, nimmt er nicht an, alles gut. So, was passiert jetzt, wenn ich in die Presse packe? Nichts. Den Abfüller? Nichts. Gut. Damit ist die Frage geklärt, ob wir das abführen können. Bei Opa hatte ich was von verflüssigtem Blut gelesen. Okay. Wofür das auch immer irgendwann gut sein mag. Ja. Schon interessant, wir haben offensichtlich keine Schmetterlinge mehr, die sich in meine Tinkerschmiede verirren wollen. Egal. Ja. Ey, wir haben 50 Blutstropfen, das ist sowas von egal. Zack, Gusstisch mal kurz weggehackt, Gusstisch wieder hingestellt. Ausguss wieder frei. Schwätze leer. Besser geht's ja kaum. Ja. Na gut, 5 Stunden Stream, dann beenden wir mal den Stream. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke, dass ihr da gewesen seid und zugeschaut habt und ja, teilgehabt habt bei meinem Spaß oder unserem Spaß bei Minecraft. Ja, bei unserer großen Rätselrunde hier 2Chef20550 verabschiedet sich gleich mit. Und ja, vielleicht schaut er beim nächsten Mal mal wieder rein. Genau. Das war schon mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.